Nächste Frage, was sind denn jetzt Convolutional Neural Networks? Ja, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, dass es sowas gibt. Da habe ich auch wieder ein paar schöne Slides zu, auch von den gleichen Leuten aus Stanford. Das sind jetzt Netzwerke, wo dieser lineare Layer, mit dem linearen Layer meine ich immer diesen Gewichtsvektor mal meine Daten einfach nur mit Plus und Mal multipliziert, beziehungsweise meine Matrix, ja, wo ich da ganz spezielle lineare Layer habe. Das ist also immer noch linear, ist also alles wunderbar, aber die sind irgendwie speziell, die machen was Besonderes. Und ich zeige Ihnen grob, was die machen. Zunächst mal, hier ist eine Darstellung von dem, wie wir sie bisher gehabt hatten. Ja, dieser normale, pardon, Fully Connected Layer nennt man auch Fully Connected, weil jeder Knoten im Input Layer ist verbunden mit jedem Knoten im Output Layer. Ja, entsprechend, wenn ich dann also 3072 Inputs habe in meinem Bild als langen Vektor oder auch als Zeilenvektor gemalt und ich habe 10 Outputs, dann habe ich also eine Matrix der Größe 10 mal 3072. Und um jetzt sozusagen diese eine Zahl auszurechnen, rechne ich also das innere Produkt von diesem Input aus mit der ersten Zeile von meiner Gewichtsmatrix. Okay? So, und ein Convolution Layer funktioniert jetzt ein bisschen anders. Der behält für das Bild diese zweidimensionale, genau genommen ist es jetzt eine dreidimensionale Struktur bei, also 32 mal 32 Pixel und die Dicke ist 3, ja, weil ich 3 Farbkanäle habe. Und diese Struktur wird beibehalten und darauf wende ich jetzt einen sogenannten Convolution Filter an, zum Beispiel der Größe 5 mal 5 mal 3. Und das funktioniert jetzt so, dass um eine Zahl zu berechnen jetzt im nächsten Layer, klebe ich diesen Filter praktisch an alle Stellen, an eine bestimmte Stelle von dem Bild rein und multipliziere sozusagen die Zahlen, die dann aneinander liegen. Ich habe also ein großes Bild, einen kleinen Filter, den klebe ich so an eine Stelle dran und da, wo ich das Bild berühre, multipliziere ich jetzt die Zahlen, die in meinem Filter drin stehen, mit den Zahlen meines Bildes und summiere auf, wieder nur Plus und Mal. Damit bekomme ich eine Zahl raus. Und dann verschiebe ich den Filter um einen Pixel und mache das Ganze nochmal und verschiebe den Filter wieder und so weiter und so fort. Gehe also das über das ganze Bild drüber. Können Sie sich so vorstellen, als haben Sie ein großes Bild und Sie gucken erst oben links und dann gehen Sie einmal über dieses ganze Bild drüber und an jede Stelle, wo Sie geguckt haben, rechnen Sie eine Zahl aus. Ja? Und das, was ist dieser Filter? Naja, der Filter könnte zum Beispiel auf Katzengesichter spezialisiert sein. Okay? So eine Art Template drin, so eine Art Schablone für Katzengesichter. Und die Zahl, wenn Sie dieses Ding mit dem Ding irgendwie an einer Stelle multiplizieren, ist dann groß sozusagen, wenn da eine Katze ist und klein andernfalls. Dann haben Sie also so eine Art Katzendetektor, den Sie überall im Bild anwenden. Ja, und das ist also eine Konvolution. Das heißt also, um diese eine Zahl zu berechnen im nächsten Layer, kleben Sie das Ding an irgendeine Stelle hin und rechnen das entsprechend aus. Indem ich jetzt diesen Filter also über das ganze Bild drüber laufen lasse, bekomme ich dann eine sogenannte Activation Map oder man kann auch sagen, einen neuen Farbkanal. Und zwar jetzt einen Farbkanal im nächsten Layer. Und der wurde also erzeugt, der Eintrag hier wurde also erzeugt, indem der Filter an dieser Stelle war. Der Eintrag hier ganz unten wurde erzeugt, indem ich den Filter hier nach ganz unten geschoben habe. Okay? Und wenn das jetzt hier so ein Katzentemplate ist, dann ist das sozusagen ein Farbkanal, der darauf spezialisiert ist, Katzengesichter zu erkennen. Natürlich können Sie jetzt auch noch einen zweiten Filter dazu nehmen und einen dritten und einen vierten und einen fünften Filter. Entsprechend bekommen Sie dann weitere Farbkanäle. Das heißt, am Anfang haben Sie vielleicht 3 Farbkanäle und dann in der ersten Schicht haben Sie plötzlich 10 Farbkanäle. Hat das Ganze noch was mit Farben zu tun? Nein, die nennt man nur so, weil das sowas ist wie Farbkanäle. Aber die werden halt dadurch bestimmt durch den Filter, den ich jeweils anwende, um die Dinger zu erzeugen. Gut, das heißt also, herein geht ein Bild. Nach meinem Convolution Layer habe ich plötzlich ganz viele andere Bilder, die auf irgendwelche Details geachtet haben. Typischerweise ist es ja so, man kann auch so einen Filter machen, der meinetwegen nur auf horizontale Linien achtet oder auf vertikale Linien oder auf schräge Linien oder auf einzelne Punkte. Ja? Und dann wende ich das Ganze nochmal an und mache dahinter noch ein Layer und noch ein Layer und noch ein Layer und es wird immer komplizierter. Und da ist wieder die Analogie zum Gehirn da. Ja, wenn Sie also Ihr Bild von der Retina weiterverfolgen durch Ihr Gehirn, ja, dann wandert das dahin zu so einem Teil. Ich kenne mich wirklich nicht damit aus, aber ich erzähle Ihnen mal trotzdem so ungefähr, was ich darüber weiß. Das geht dann in V1, so heißt das. Ja, das ist also so ein Verarbeitungszentrum, wo dann Kanten erkannt werden. Und nach V1 kommt V2 und in V2 werden diese Kantendinger wieder kombiniert zu komplizierteren Bildchen und so weiter und so fort.
bis irgendwo ein Neuron ist, was sich dann freut, ah, das ist die Großmutter. Ja, hat also was gesehen, kann kombiniert und die waren genau richtig und sie haben ein Gesicht erkannt oder sowas. Ja, so funktioniert es im Gehirn und so funktioniert es einigermaßen auch hier. Okay? Gut, das kann man also mehrfach hintereinander packen. Meinetwegen, erst habe ich 3 Farbkanäle, dann habe ich plötzlich 6 Kanäle, dann habe ich vielleicht 10 Kanäle und kann das immer weitermachen. Und wenn man sich jetzt diese Sache hier nochmal anschaut, hier von den Leuten hier, jetzt verstehen wir auch dieses Bild. Am Anfang habe ich 224 mal 224 mal 3 Pixel. Ja? Im nächsten Layer habe ich jetzt 48 Farbkanäle, die habe ich mir erzeugt durch 48 von diesen 11 mal 11 Filtern. Und so weiter und so fort. Hier erzeuge ich mir 128 Farbkanäle, indem ich 128 Filter darüber jage über dieses Bild. Und so weiter und so fort. Die Sachen werden immer komplizierter und komplizierter und komplizierter.